Hallo Frau Mami, mein Name ist Paula Lambert und ich bin Sex- und Beziehungscoach. Ich schreibe Bücher zum Thema. Ich habe eine Fernsehsendung, Sendungsreihe muss man fast sagen, unter dem Titel Paula kommt und dann noch viele verschiedene andere Sachen am Telefon, live und so. Und einen Podcast habe ich auch und ich habe euch lieb. Mein Herzensweg war ein bisschen kompliziert. Er war nämlich ziemlich gut versteckt hinter massenweise Gebüsch und Geröll und auf ein bisschen Schlamm. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich zu mir selber nicht das richtige Verhältnis habe. Und dann habe ich mir eine Vielzahl an Therapeuten gesucht, bis ich schließlich die richtige gefunden habe. Und wie bei allen Wegen, die zielführend sind, war es nicht einfach und es war auch nicht schmerzlos, aber es hat jeden Schritt gelohnt. Mein Ziel hatte ich ja immer vor Augen. Ich wusste, dass ich irgendwann ein besseres Verhältnis zu mir selber haben wollte und dass ich an den Punkt kommen möchte, wo ich mich akzeptiere und schätze und vor allem mich auch mit Menschen umgebe, die mir gut tun und nicht solchen, die das eben nicht tun. Das war auch in den Momenten, wo ich das Gefühl hatte, es geht überhaupt nicht weiter und die Entwicklung stagniert. Aber immer klar, dass ich das erreichen will und darum bin ich einfach weitergegangen. Und ich glaube, das ist wirklich mit den Herzenswegen genau wie mit den normalen Wanderwegen. Du musst, wenn du ein Ziel erreichen willst, dann musst du einfach weitergehen und auch über diesen Moment hinaus, wo es sich so richtig kacke anfühlt, weil nach diesem schlechten Gefühl kommt immer ein gutes. Immer. Und ich habe gelernt, dass jeder Weg, selbst wenn er scheinbar einfach geradeaus führt, doch tatsächlich in Wellenbewegung vor einem her läuft. Und den geht man einfach. Einfach immer geradeaus. Mein Rat an euch ist, also erstens, den Weg zu schätzen. Ja, sagt nicht, ich habe aber mein Ziel noch nicht erreicht und das ist jetzt blöd, ich bin noch nicht da, wo ich sein müsste. Nein, jedes scheinbare Scheitern oder jeder Moment, wo man denkt, irgendwie bin ich falsch abgebogen, beinhaltet eine Lehre. Und jede dieser Lehren, so ätzend sie auch sein mögen, bringt euch näher dorthin, wo ihr hin möchtet am Schluss. Und es kann, auch das habe ich gelernt, ein völlig anderer Punkt sein, als ihr ihn euch so vorher ausgemalt habt. Und vielleicht lernt ihr ganz andere Sachen über euch selber, als ihr erhofft habt. Und möglicherweise ist die ganze Wanderung überhaupt nicht so, wie ihr das denkt. Aber wirklich alles hilft. Und das betrifft ebenso das Beziehungsleben. Wenn ihr reflektiert über die Dinge, die ihr tut und die euch geschehen, dann ist alles, was geschieht, immer gut und hilfreich. Also, weitermachen.